Fehler 27, ganz beliebt, auch gerne mal in Kombination mit Fehler 11 oder auch erst 11 und dann 27 oder beliebige Vielfache davon, ist ein Fehler, der zu 99% am User liegt, nämlich an der Installation oder auch an der Benutzung. Fehler 27 bedeutet, der Lüfter ist blockiert, das heißt, der dreht sich wirklich gar nicht. Fehler 11 wiederum bedeutet, der Lüfter dreht sich zwar noch, aber nicht so schnell, wie er eigentlich sollte. Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben und die meisten davon könnt ihr selbst beheben. Fangen wir an mit der 27, weil die einfach öfter auftritt, passiert meistens nach der ersten Installation. Der Lüfter ist halt komplett blockiert. Komplett blockiert kann man sich natürlich vorstellen, wenn die Heizung eine Socke angesaugt hat oder sowas. Das wäre dann also während der Benutzung. Aber nach der ersten Installation ist das Problem meistens, dass die Heizung viel zu fest angeschraubt wurde. Wenn man die Heizung mit den vier Schrauben richtig anknallt, vielleicht sogar unterschiedlich stark, dann verzieht sich das Gehäuse. Es gibt so eine Torsion. Wenn das Gehäuse sich verzieht, dann verzieht sich das Gehäuse um den Lüfter und der Lüfter schleift bzw. blockiert. Also der Abstand zwischen dem Lüfter und dem Gehäuse ist gar nicht groß, darf er auch nicht, weil die Heizung soll ja Luft ansaugen und nicht einfach nur da drin ein bisschen Propeller drehen. Das heißt, weil die Toleranz so klein ist, darf das Gehäuse sich nicht verziehen. Passiert durch zu festes Anschrauben, passiert vor allem aber durch nicht ebene Montagefläche. Also nach Möglichkeit benutzt einen Einbauflansch oder sucht euch eine vernünftige Fläche. Wenn man es auf so einen gesickten Blechboden schraubt und dann runterdrückt oder vielleicht ein Stück Teppich noch unterm Gehäuse liegt und man dann die Heizung festschraubt, könnt ihr euch darauf verlassen, Fehler 27. Wenn es relativ gut angeschraubt war, aber nicht ganz gut, dann gibt es eben den Fehler 11. Dann schleift der Lüfter, man hört es auch meistens beim Start, das macht dann richtig oder da ist irgendwas reingeflogen, vielleicht eine kleine so eine Flocke vom Transport, also von der Verpackung. Guckt da mal rein. Ihr könnt ruhig mal diese vier Kunststoffklammern abnehmen und das obere Gehäusedeckel abnehmen. Da kann man das sehen, wenn das schleift. Man sieht es auch am Lüfter oder am Gehäuse. Also kein Grund zur Panik. Es ist nicht kaputt, aber er dreht sich nicht. Das heißt, einfach mal auf die Suche gehen.